Hi Leute, Marc hier von MagMap Studios. Willkommen zu einem neuen Review. Heute teste ich ein Brushless RC-Fahrzeug im Maßstab 1:16 und zwar den ZD Racing 9053, auch Raptor genannt. Und den packen wir jetzt einfach mal aus und in der zweiten Hälfte des Videos machen wir eine Probefahrt damit. Bestellt habe ich bei gearbest.com, das ist mein Lieblings-Asien-Versandhändler. Dort kostet das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Videos knapp 77 Euro, was richtig günstig ist für die Ausstattung, das wird man gleich sehen. Alle Infos und Links dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, wir packen den ZD Racing 9053 einfach mal aus. Mittlerweile bin ich ganz großer Fan von den kompakten RC-Fahrzeugen, die nicht ganz so groß sind, aber doch eine sehr gute Ausstattung haben. Und dieses Auto hier hat mich von den Daten echt überzeugt. Zum einen ist wirklich ein Brushless-Motor verbaut, dann hat er hier echte Öldruckstoßdämpfer und auch die Fernbedienung ist für ein RC-Car im Toy-Bereich eher ungewöhnlich. Die ist nämlich richtig hochwertig und man könnte die auch für andere RC-Fahrzeuge benutzen. Das war soweit auch schon der ganze Packungsinhalt. Hier ist noch ein Adapter, mit dem man den Empfänger neu binden kann und ein kleines Antennenröhrchen, das ich allerdings nicht gebraucht habe. Jetzt werfen wir einen genaueren Blick auf den ZD Racing 9053. Optisch macht das Auto schon mal einen hervorragenden Eindruck. Was wirklich Lob verdient, sind die Stoßdämpfer. Die fassen sich richtig hochwertig an, sind echte Öldruckstoßdämpfer. Man hört also auch richtig das Öl innen zirkulieren. Dann werfen wir einen kurzen Blick auf die Unterseite. Die ist schön glatt, dass hier nichts hängen bleibt. Das Fahrzeug hat Allrad und es wurden Differentialgetriebe verbaut. Genauso ist das Chassis spritzwassergeschützt, Ausfahrten im Schnee oder im Regen steht also nichts im Wege. Dann schauen wir uns das Innenleben an. Um die Karosserie abzunehmen, muss man hier diese Splinte rausziehen. Es liegen nur vier bei, man muss also aufpassen, dass man die hier nicht verliert. Es handelt sich zwar optisch und preislich um ein Fahrzeug im Toy-Bereich, allerdings ist die Ausstattung durchaus Hobby-Grade. Hier wurden also ganz normale Standardkomponenten aus dem Hobby-Bereich benutzt. Hier oben sieht man zum Beispiel den elektronischen Fahrtregler, hier den Ein- und Ausschalter, dazu gibt es einen ganz normalen Lenkservo, der Empfänger befindet sich hier vorne in einer kleinen wasserdichten Box. Insgesamt ist der Aufbau des Fahrzeuges wirklich sehr gelungen. Der Hersteller ZD Racing nimmt diese Fahrzeugklasse auch ziemlich ernst. Es gibt das gesamte Fahrzeugchassis genauso auch wie auch die Querstreben und Aufbauten auch nochmal als Aluminiumversion oder sogar als Carbonversion. Und außer den Tuningteilen gibt es natürlich auch alle Ersatzteile des Autos nachzukaufen. Wenn man das Fahrzeug nach Hause bekommt, ist der Akku bereits eingelegt. Der hat 7,4 Volt und 1500 mAh und damit hat man dann letztendlich ungefähr 15 bis 20 Minuten Fahrzeit, was schon sehr ordentlich ist. Mir gefällt auf jeden Fall der modulare Aufbau dieses Fahrzeuges. Man kann hier jederzeit alle Teile selbst austauschen und auch gegen eigene ersetzen. Ich bin sehr gespannt auf die Probefahrt. Immerhin soll dieses Auto Geschwindigkeiten bis zu 40 km/h erreichen. Das wird also in jedem Fall ganz interessant. Werfen wir noch einen Blick auf weiteres Zubehör. Hier haben wir als erstes die Anleitung. Die ist komplett in englischer Sprache gehalten, aber super ausführlich, wie eine Bauanleitung aufgebaut. Großes Lob auf jeden Fall dafür. Als nächstes gibt es hier einen kleinen Zubehörbeutel. Dieser kleine Stecker ist, um den Empfänger neu zu binden mit der Fernbedienung. Dazu gibt es ein kleines Antennenröhrchen, beides wurde nicht gebraucht. Das Fahrzeug ist vollkommen grundeingestellt, ihr müsst hier also nichts mehr verändern. Dann haben wir hier ein Ladegerät, das ist auch ganz ordentlich. Man kann hier zwei verschiedene Arten von Akkus laden. Auf den ersten Blick sieht auch das Ladegerät sehr hobbymäßig aus und hebt sich auch ab von den normalen Steckernetzteilen, die hier normalerweise beiliegen. Am Ladegerät sind drei LEDs und sobald alle drei grün leuchten, ist der Akku voll. Es dauert ungefähr 2 Stunden, bis der Akku voll geladen ist. Und wie gesagt, demgegenüber steht eine Fahrzeit von ungefähr 15 bis 20 Minuten, je nach Fahrweise. Als nächstes werfen wir einen Blick auf die beiliegende 3-Kanal-Fernbedienung. Auch die kommt wie gesagt aus dem Hobbybereich und könnte auch für andere RC-Fahrzeuge benutzt werden. Dazu liegt sie noch gut in der Hand, die Verarbeitung stimmt, also da ist auf jeden Fall alles soweit in Ordnung. Natürlich ist das keine computergestützte RC-Anlage, dennoch kann man hier den Lenkausschlag begrenzen, man kann die Geschwindigkeit herunterregeln und betrieben wird die Anlage mit 4 Batterien in der Double-Emicton-Größe. Es ist hier zwar Platz für 8 Batterien, aber nur 4 werden benötigt und dann hat man ungefähr 200 Meter Reichweite, was richtig gut ist. Für so ein kleines RC-Fahrzeug ist die Fernbedienung auf jeden Fall klasse. Und jetzt würde ich sagen, wird es Zeit zur ersten Probefahrt mit dem ZD Racing 9053. Am Anfang fahre ich immer noch etwas langsamer, damit sich das Fett in den Getriebe verteilen kann. Und dann kann man auch mal Vollgas geben und man merkt richtig hier, der Brushless-Motor geht richtig gut weg. Ich hatte ja schon mehrere RC-Fahrzeuge in diesem Maßstab getestet.
getestet, aber das ist ein Riesenunterschied von den normalen Motoren zu den Brushless Motoren. Der hat eine unglaubliche Beschleunigung und gibt richtig Gas. Auch die Spur hält er wunderbar und lässt sich dabei auch noch super kontrollieren, auch bei einer höheren Geschwindigkeit. Das Fahrverhalten gerade auf einer geraden Strecke ist wirklich unglaublich. Hier die Glattbahn, da kann man einfach auch mal Vollgas geben und das Fahrzeug ausfahren. Und 40 km/h ist auch nicht untertrieben, das erreicht dieses RC-Auto ganz problemlos. Trotz der starken Beschleunigung drehen die Räder nicht durch, auch nicht hier im Gelände. Also das ganze Fahrverhalten ist sehr gutmütig und auch bei hohen Geschwindigkeiten lässt es sich eben noch wunderbar kontrollieren. Man muss sich auch echt anstrengen, um den Wagen wirklich auf den Rücken zu legen. Das Ganze ist sehr gut ausbalanciert und hat einen tiefen Schwerpunkt. Dazu kommt, dass dieses Fahrzeug eine enorme Beschleunigung hat und auch richtig Kraft. Brushless-Motoren haben gegenüber normalen Motoren einige Vorteile. Zum einen besteht wenig mechanische Reibung, dadurch erhöht sich die Geschwindigkeit. Dazu brauchen sie auch noch viel weniger Strom und haben eben mehr Kraft. Und das merkt man eben hier beim Fahren mit diesem Fahrzeug die ganze Zeit. Der ZD Racing 9053 hat einfach eine ganz enorme Kraft und zieht wunderbar davon. Bei anderen RC-Cars hätte ich auch Angst, dass hier Sand ins Getriebe kommt. Hier ist das nicht der Fall. Zum einen ist das Fahrzeug spritzwassergeschützt und auch Sand ist gar kein Problem für dieses Auto. Das Fahrverhalten auf der Glattbahn oder wie hier im leichten Gelände macht auf jeden Fall extrem viel Spaß. Das Auto ist super kontrollierbar. Das liegt natürlich auch an den hervorragenden Öldruckstoßdämpfern. Die machen einen super Dienst und sind perfekt auf das Auto abgestimmt. Der kleine Renner pflügt auf jeden Fall unaufhaltsam durchs Gelände und lässt sich auch von einer gemähten Wiese nicht aufhalten. Durch die Stoßdämpfer und die starke Beschleunigung macht es eben enorm viel Spaß, hier rumzufahren. Ich würde das Fahrzeug nicht unbedingt dem Anfänger empfehlen, da man hier doch enorme Geschwindigkeiten erreichen kann. Und sollte man dieses Auto hier mit Vollgas gegen eine Wand fahren zum Beispiel, dann bleibt auch hier natürlich nichts mehr übrig. Als Einsteiger kann man auch an der Fernbedienung die Geschwindigkeit etwas nach unten drosseln. Solange man etwas vorausschauend fährt, kann man auch mit diesem Fahrzeug hier wilde Sprünge machen und auch ein bisschen RC-Car-Bashing betreiben, wie man gleich sieht. Das Chassis ist nämlich für Sprünge perfekt ausbalanciert. Die Öldruckstoßdämpfer sorgen auch dafür, dass man immer schön weich landet. Und auch in etwas höherem Gelände, wo sich so manches RC-Fahrzeug aufschaukelt, macht der ZD Racing 9053 eine richtig gute Figur. Und dabei stimmt auch die Verarbeitung. Zum Beispiel ist ein Lenkservo mit 2,2 Kilogramm Zugkraft verbaut mit Metallgetriebe. Und der musste bei meinen Testfahrten auch ordentlich einstecken. Ich habe hier einige Sprünge probiert und ich war jedes Mal überrascht, wie gut sich dieses Fahrzeug im Gelände schlägt, wie gut man die Spur halten kann, auch bei hoher Geschwindigkeit. Es gibt dieses Fahrzeug in drei verschiedenen Versionen. Das hier ist die Version mit der Monster Truck Karosserie. Es gibt da auch noch einen Glattbahner und auch noch eine Version als Beach Buggy. Und davon gibt es auch jeweils eine Version mit einem Brushless-Motor und eine Version mit einem normalen Motor. Die Brushless-Motoren sind auch etwas teurer als die normalen Versionen, da hier eben auch ein anderer Fahrtregler eingebaut werden muss. Ein Härtetest für meine RC-Fahrzeuge ist immer noch der Tube-Test. Hier teste ich den Drehmoment und die Kraft und das Auto muss einfach aus dem Stand außen rumfahren. Und das schafft der ZD Racing 9053 ganz problemlos, wie man sieht. Und jetzt kann ich auch testen, ob die Verarbeitung stimmt und was dieses Fahrzeug alles aushält. Dazu werde ich jetzt gleich ein bisschen bashen. Die Asiaten haben auf jeden Fall dazugelernt und haben diese Fahrzeuge schon richtig gut verarbeitet. Das habe ich natürlich auch getestet. Zum einen haben wir hier richtig gute Stoßdämpfer, die wirklich jeden Sprung abfedern und die sind auch wirklich wunderbar abgestimmt auf das RC-Fahrzeug. Und obwohl viele Teile an diesem Auto aus Kunststoff sind, macht er doch einiges mit, wie man hier sieht. Natürlich kann man, wie gesagt, auch alle Teile hier austauschen gegen Aluteile oder gar gegen Carbonteile. Diese Tuning-Teile gibt es im Zubehör. Auf jeden Fall würde ich euch kein RC-Fahrzeug empfehlen, das ich nicht vorher auf Herz und Nieren getestet habe und richtig rangenommen habe. Und der ZD Racing 9053 hat das alles wunderbar überstanden. Ihr bekommt für die knapp 75 Euro ein hervorragend abgestimmtes RC-Fahrzeug mit Brushless-Motor, spritzwassergeschützt, Geschwindigkeiten bis zu 40 km/h mit einer langen Fahrzeit von über 15 Minuten. Dazu kommt auch noch eine super Fernbedienung mit knapp 200 Meter Reichweite. Alles ist modular aufgebaut und es wurden Hobby-Crate-Teile benutzt und auch die Verarbeitung ist richtig gut. Ich kann den ZD Racing 9053 auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ein toll ausgestattetes RC-Fahrzeug, schön kompakt gehalten. Momentan ist auch bei Gearbest Bumper Harvest, da gibt es einige Sachen günstiger, auch wenn man zum Beispiel mit PayPal bezahlt. Da habe ich ordentlich bestellt und auch einige RC-Quadcopter neu bekommen, die ich euch demnächst vorstellen werde. Auch diese Bumper Harvest Aktion habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt, denn ich komme nämlich leider langsam schon zum Ende und danke euch fürs Zusehen. Wenn ihr Fragen habt zum ZD Racing 9053, dann schreibt die in die Kommentare, ich antworte euch sehr gerne. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal, euer Marc von MacMath Studios. Ciao!